Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot im Nuzlocke-Modus. In der letzten Folge haben wir Kogga platt gemacht, die VM-Surfer und Stärke bekommen und... Joa, die sollten wir auch benutzen, oder? Kommt jederzeit wieder vorbei, aber gerne doch, Schwester Joy. Gerne doch und immer wieder. Mauzi hat nichts gefunden, wie enttäuschend. Ganz schön bitterlich enttäuschend. Auf nach Azuria City! Klingt doch nach Wasser und Surfen und allem. Nicht wahr? So, dann rennen wir mal hier schnell rüber. Vielleicht ahnt ihr schon, wo es hingeht. Der Videotitel wird es wahrscheinlich verraten. Wer es nicht ahnt, dem verrate ich es auch nicht. Ätschi bätschi. Aber hier wieder auf die Route 6 stand da, glaube ich, gerade. Oh ja. Na du, tschüss du. Und dum, hier schnell lang gerannt. Na du dicker Wanderer, tschüss du dicker Wanderer. Und da sind wir auch schon auf Route 10 und hier haben wir eine Ecke zum Surfen. Und die möchten wir doch auch benutzen, also los Lapras. Surf uns übers Wasser. Hallo Pokécenter, du bist mir gerade egal. Hier steht ja einer. Mit welchem Pokémon will ich da jetzt eigentlich kämpfen? Oh Gott, ich habe ja gar nichts, was so ganz ideal ist. Nehmen wir mal Elektroball für den Anfang. Ist das Wahnsinn, was ich hier mache? Ich weiß es nicht. Bist du auch ein Pokémaniac? Möchtest du meine Sammlung sehen? Hm, ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Ist das jetzt ein Glurak oder ein Dragosso? Es ist auf alle Fälle ein Rihorn. Ist ja großartig. Habe ich ja genau das Richtige gegen eingesetzt. wow, ich habe dagegen gar nichts, was bringt. Das ist ein Problem, glaube ich. Kann ja mein Glurakan attacken. Oh nein, Grimasse. Oh nein, Gluraks Initiative ist gesunken. Metallklaue, das sollte sehr effektiv sein. Hoffen wir es mal. Jawoll, ja, sehr effektiv hier, dem Rihorn auf die Schnauze gehauen. Ein paar Erfahrungspunkte und noch ein Schlürp. Schlürp. Schlürp, Schlürp. Oh, das gefällt mir in jeder Edition vom Aussehen, wirklich. Schlürp. Wird hoffentlich mit einem Schlag weggebrannt und das tut es. Jawoll, ja. Jawoll, ja. So, und da sind wir hier beim Kraftwerk. Den Soundtrack hatte das Kraftwerk, glaube ich, in Rot und Blau damals nicht. Kann ich da klicken? Nein. Top-Trank gefunden. Ja, das ist ja tippitoppi. Wow, Navik. Spitzenkommentar. Top-Trank gefunden. Ist ja tippitoppi. So, da sehen wir hier einen Elektroball. Dem kann mein Voltoball mal schön auf die Fresse hauen. Andersrum. Wir sehen einen Voltoball, den mein Elektroball mal schön auf die Fresse hauen kann. So, der zweite Walzer sollte das Ganze abschließen. Und das tut er auch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Ein Magnetilo. Das ist auch Stahl. Machen wir einfach mal Elektro gegen Elektro. Ja, voll ja. Sehr schön. So lobe ich mir das doch. Kann man ja auch ein bisschen durchmarschieren, wenn wir Magnetilos so einfach abmurksen. Ich kenne den Weg hier nicht mehr ganz auswendig, aber ich will eigentlich gerade, wenn die Gegner so leicht besiegt sind, alles erforschen. Insofern, gucken wir auch mal, ob Funkensprung für Voltoball reicht. Sollte es ja eigentlich, wenn es schon für Elektroball reicht. Und das tut es auch. Sehr schön. Das ist nicht sehr effektiv. Wie ärgerlich. So, das hier sieht doch nach einem geheimen Weg aus. Mit Kanistern. Atommülle. So, hier noch ein Funkensprung für dich. Lass ihn dir schmecken, Voltoball. Lass ihn dir schmecken und hau ab. Tipp, 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 tipp. So.
Wow, ein langer, nutzloser Gang. Außer, dass wir hinten schon so zwei Pokéball-Items sehen. Bin mal gespannt, was da drin ist. Los, Elektroball, Funkensprung mal wieder. Wieso reicht das diesmal nicht? Ist ja lächerlich. Ist ja lächerlich hier. Muss das halt jetzt reichen? Ja, Ball. Ja, Ball, ja. So. Ich glaube, hier werden mir noch mehr Pokémon begegnen, die mich einfach nerven wollen. Auf meinem Weg durchs Kraftwerk. Machen wir wieder Funkensprung, ja? Dum, 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 da, di, dum. Di, da, di, dum. So, das ist Schutzschild. Interessiert mich nicht. Kann ich verkaufen. Was ist das? Elixier. Das könnte mir gegen die Top 4 nützlich sein. Wenn wir so weit kommen, ist ja immer noch eine Nuzlocke-Challenge. Aber ich denke schon. Ich denke schon. Ich wurde zwar schon mal in den Kommentaren gewarnt, dass die Top 4 mich gnadenlos umbringen werden mit dem Regelwerk, das wir haben. Aber das wird sich so nicht ganz kommen. So. Aber würde die Musik hier nicht andauernd unterbrochen werden, würde ich sie toll finden. Apropos, ich hätte einen Magnetilo fangen können. Ja, das erste der Art, das mir begegnet ist, habe ich nicht gefangen und dementsprechend darf ich es nicht mehr fangen. Electek lässt sich auch nicht so einfach tothauen. Haben wir hier Walzer. Komm, Mama, Walzer. Ach nein, Paralyse. Das war nicht so helle. Das war echt nicht so helle. Oh oh. Jetzt hocke ich in seiner Falle. Aber mein Walzer kommt nochmal durch. Jetzt musste Walzer nur noch einmal durchkommen und dann ist das Elektrik platt. Jawoll. Da haben wir das Elektrik doch platt gemacht. So, hier lang, hier lang, hier lang. Und noch ein Magnetilo. Warum habe ich mich nicht geheilt so zwischendurch? Das wäre sehr clever. Ich habe das ganze Zeug ja dabei, um mich zwischen Kämpfen zu heilen. Halbwegs. Sollte ich mal mit Elektroball jetzt machen. Paraheiler? Was? Warum hast du Glurak markiert? Blödes Spiel. So, folgen wir mal hier dem Weg weiter und jetzt gehen wir da unten lang. Um zu gucken, was es da gibt. Ah, ein Pikachu. Wie süß. Na, ja, das macht mir auch platt. Das kann ruckzuck. Oh nein. Oh nein. Das ist ja richtig gemein von dir, Pikachu. So, Elektroball erhält 304 Erfahrungspunkte. Wunderbar. Oh, so viele wilde Pokémon. Und keins davon ist wirklich ernst zu nehmen. Keins davon ist wirklich ernst zu nehmen. So, hauen wir den Volteball mal weiter auf den Sack hier. Ah, oh, ich dachte, wir schaffen Level 48 jetzt. Leider nicht. Und das ist ein Pokéball, der uns reingelegt hat. Dürfte ein Elektroball sein? Jawoll. Auf Level 34. Das wird interessant. Ich glaube nämlich, dass das auch einfach so mal Finale können könnte. Und die Attacke ist nicht so effektiv. Ich glaube, da sollte ich dann Walzer einsetzen. Das wird zwar im ersten Schlag nicht effektiver sein, allerdings ab dem zweiten dann schon. Wenn mich das Drecksvieh nicht paralysiert, sollte es reichen, um es zu besiegen. Bumm. Ja, der dritte Schlag wird's töten. Und dann muss ich meinen Elektroball auch schon heilen. Ah, Elektroball-Gegner wurde besiegt und mein Elektroball erreicht Level 48. Jawoll, ja. Erlernst du was Nützliches? Sternschauer, kannst du mich am Arsch lecken. Da bringe ich dir bestimmt nicht bei.
So. Hypertrank. Habe ich noch irgendwo billige Tränke? Da haben wir noch Supertrank. Er kann erst weg. Ein Marze findet in der Zwischenzeit keine Items, die faule Socke. Ja, Mauzi, dich meine ich. Und wieder ein Pikachu auf Level 24. Funkensprung. Das ist nicht sehr effektiv. Ja, reicht aber trotzdem hier, du. Also, hör auf zu meckern. Reicht doch trotzdem. So, dann gehen wir jetzt hier rechts den normalen Weg weiter. Dass wir hier auch durchkommen. Noch eine Magnetilo, das kann ich auch recht schnell und einfach töten. Nimm das, meinen tödlichen Funkensprung. Man könnte jetzt übrigens, weil ich in den Nuzlocke-Modus bin und keine legendären Pokémon fangen darf, die Frage stellen, warum ich hier bin. Ich habe Lust, in diesem Let's Play auch so Orte wie hier den hier zu besuchen. Dass man so ziemlich alles sieht, obwohl ich nicht alles fangen kann. Ich hoffe, es stört euch nicht und wenn doch, Pech gehabt? Fragezeichen. Entschuldigung. Da ist ein Magnetilo wieder auf Level 25. Außerdem, wenn hier keins meiner Pokémon drauf geht, kriege ich hier auch ein paar Erfahrungspunkte. Ist also nicht ganz vergeben, die Zeit. Ja, Superschall hier ganz zu vergessen gegen meinen Elektroball. Hat ganz zu vergessen. Dann lacht mein Elektroball nur mit seinem breiten Grinsen weiter und lauter. So, da ist noch ein Item. Donner! Werde ich ihm jetzt noch nicht beibringen, aber es könnte nützlich werden, wenn es das nicht von selber erlernt. Ich bin Voltoball. Funkensprung. Außerdem könnte ich Donner, wenn Elektroball das selber erlernt, was ich eventuell dann nachgucke, jetzt wo ich die TM habe, noch einem anderen Pokémon so als Überraschungsattacke beibringen. Das wäre auch was. Rechnet keiner mit. Ja, natürlich wäre das jetzt noch ein Nuzlocke-Wettkampfmodus, so wie es ursprünglich geplant war, wesentlich interessanter, aber... Na, das ist es ja leider nicht mehr. Haben mich ja alle verlassen. Muss ich wohl mal Schockwelle mit Funkensprung austauschen. Ich weiß jetzt gerade schon wieder nicht, welche der beiden Attacken letztendlich besser war. Ist aber auch nicht so wichtig, denke ich. So. Ach Gott, ach Gott, lauter Pokémon hier. Einfach nur abgeschlachtet werden wollen. Oh, es leckt mal Schockwelle. Oh Gott, Schockwelle tötet nicht mal einen Voltball auf 22. Damit war Funkensprung wohl die eindeutig bessere Attacke. So, hier lang weiter hoch. Das ist der falsche Weg, höchstwahrscheinlich. Ja, hier gibt's Items. Donnerstein, jawoll, den brauche ich nicht. Jawoll, den brauche ich nicht. Magnetilo, jawoll, das brauche ich nicht. Ich bin gerade verleitet, noch eine Zeit lang Glurak nach vorne zu tun, denn mit Elektroball wollte ich eigentlich den Kampf gegen Zapdos gleich anfangen. Oh mein Gott, jetzt habe ich's verraten. Oh mein Gott. Gott, jetzt hab ich alles verraten. So, was haben wir da noch? Ah, noch ein Magnetilo hier. Das ist ja schön. Kriegst du auch noch eine Schockwelle. Und nicht tot. Und Elektroball ist paralysiert. Gut gemacht, Elektroball. Ich bin so stolz auf dich. Kriegst nicht die einfachsten Pissviecher tot. Naja, jetzt hast du es tot. Jetzt machst du auch einen Volltreffer, wo du paralysiert bist und eh schon alles zu spät ist. Naja, dann gucken wir mal, Pokémon.
Wie gesagt, nehme ich mal Glurak nach vorne. Mein Mauzi hat inzwischen auch mal was gefunden. Das freut mich. TM10. Trotzdem heben wir mal die Paralyse auf und heilen Elektroball. Man weiß ja nie, ne? Wo habe ich Paraheiler? Da habe ich Paraheiler. Alles klar. Und es ist dein Elektroball. Jawoll. Gut, dass ich jetzt Glurak vorne habe. Ah, mein Glurak kann ja Flammenwurf. Das könnte reichen. Und es reicht. Wunderbar. Ha, Elektroball, das hast du ja von mir, eine Falle stellen zu wollen. So, jetzt gleich bin ich hier mit dem Laden auch, glaube ich, schon durch. Dann kommt noch hier das Finalvieh, dessen Namen ich ja noch nie verraten habe. Und dann Amat. Dann Amat hier auch schon wieder. Gott, ging das traurig schnell. Magnetilo wurde besiegt. So, hier hoch. Ich bin gerade am überlegen, ob ich hier vor dem Kampf Pause mache. Die Katze wurde besiegt. Ah ne, sind wir doch noch nicht ganz durch. Na, so ein Magnetilo aber auch. Ne, Magneton. Grüße, verbrenne. Dim, 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 da, di, da, di, da, di, da, di, da, di, dum. Da unten ist nichts. Ach, Kinders. Wie kann da einfach nichts sein? Geht ja wohl mal gar nicht klar hier, Flügelschlag. Jawoll, das ist nicht sehr effektiv und macht es trotzdem tot. So, wie weit ist denn das hier noch? Ich dachte, ich wäre jetzt hier jetzt gleich da. Jetzt noch hoch, links, rechts, runter, vorne, geradeaus und dann noch eine Etage höher. Naja, eine zweite Etage hat das nicht, es sei denn, sie haben es für Feuerrot geändert und das würde mich doch ein bisschen überraschen. Das ist sehr effektiv. Magnetilo-Wild wurde besiegt. So. Ah, da haben wir ja, weswegen wir hier sind. Nein, nicht wegen dir, du kleines Pissvieh, das mich jetzt noch nervt. Pissvieh, das trifft sehr. Pikachu! Pikachu! So, haben wir den Pikachu noch kurz aus dem Maul? Das hätten wir damit auch schon gemacht. Und dann kommt, oh mein Gott, das wird gefährlich, ein Kampf gegen Zapdos. Ich werde mit Elektroball starten. Und Mauzi noch das Item wegnehmen. Ah, eine Beere. Gut gemacht, Mauzi. Und dann wünscht mir mal viel Glück. Jaul! Mit eigener Musik, der Amat Zapdos. Walzer, Gestein, das sollte sehr effektiv sein. Deswegen nehme ich auch Elektroball. Ja, das ist sehr effektiv. Ja, setzt Agilität ein. Wenn es nicht sofort schneller ist, ist es gut. Ansonsten ist es... Ja, es ist sofort schneller und es macht Donnerwelle. Ja, super. Ach, wie nervig. Der zweite Walzer kommt durch. Das ist sehr gut für mich. Jetzt setzt Mistvieh jetzt ein Scanner. Schützt... Ach. Nee. Kann ich ja... Bohrschnabel. Ach ja, die Attacke soll nicht effektiv sein. Genau, Spiel. Davon halte ich nicht so viel aus. Attacke von Elektroball geht daneben. Elektroball, dein Job hier ist getan. Du gehst mir ja sonst noch drauf. Hätte eigentlich gehofft, Elektroball zieht das hier in einem durch. Oh, jetzt schützt sich das Pissvieh wieder. Oh, es macht sich lächerlich.
Und es ist noch immer schneller als ich. Das macht sau viel Schaden. Oh, das tut so weh, dass ich das jetzt nicht fangen darf. Es tut so weh. Naja, dann stirb. Aber das ist quasi... Jeder, der gegen ein legendäres Pokémon fängt und den Meisterball nicht mehr hat, träumt von dem, was ich gerade hatte. Und ich, oh ja, ich darf es nicht mehr fangen. Okay, dann hätten wir das, was ich für jeden Teil wollte. Komme ich hier an einen geheimen Ausgang? Ist hier was? Hier ist gar nichts. So, gut, dann fliegen wir noch an unseren nächsten Ort, wo wir hin müssen. Ich überlege gerade, von wo ich starten will, denn unser... Ah ne, hier steht uns ein Arena-Kampf bevor. Bis zum nächsten Part, bei dem es wieder einen Arena-Kampf gibt. Es sei denn, ich entschließe mich noch spontan zu trainieren, dann sehen wir das. Aber Training haben wir ja gerade ein bisschen mit Zapdos gemacht. Von daher sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin, euer Navik. Ciao. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Hör auf zu rauchen, Schwester Joy.